Es ist wieder soweit hier zu Wim und hier habe ich diese Aufgabe mit einer entsprechenden Sicherheitsprüfung und dann hat es hier diesen Bereich mit den Angaben zur Auszahlung und hier dann mindestens 5 Euro sollte es sein, damit das dann bis zum 15. des Folgemonats dann auch angefallen werden kann. Der Betrag beträgt mehr als diese 5 Euro und diese letzte Auszahlung, die ist hier mit dem Status abgeschlossen gekennzeichnet und somit erfüllt ist diese Voraussetzungen, um eine weitere Auszahlung tätigen zu können. Insbesondere kann ich hier drauf gehen, Auszahlung anfordern und das wurde hiermit auch erfolgreich im System erfasst und der Betrag ist wiederum hier auf 0 zurückgestellt und hier das ja, aktuelle Datum, die Uhrzeit mit den Informationen zum aktuellen Betrag, welcher da angefordert habe. Ja, das ist fortlaufender Vorgang. Und nun zeige ich dir noch zusätzlich, was ich noch zusätzlich tue. Und zwar hiermit zu tun, da ich etwas kennengelernt habe, ist hier, nennt sich, das ist dieses hier. Die Vorgehensweise einfacher ist und sogar noch Möglichkeit besteht, zusätzlich auch zu investieren. Das ist das, was da zugrunde liegt. Nun, was ich mache, ist Folgendes. Ich gehe jeweils einmal am Tag hier auf rechts oben. Dann erscheint hier dieses Dialogfenster und dann gehe ich wie folgt vor. Dann gehe ich hier nur auf diesen Bereich mit der Bezeichnung verdiene. Das ist, was ich tue, einfach hier auf verdiene. Dann alles andere läuft im Hintergrund. Also hier sind es jetzt diese 10 Sekunden. Wird mir hier einfach irgendeine Website angezeigt. Thema natürlich voll daneben, doch es wird mir hier dann diese 0,184 Euro aufs Konto gut geschrieben, weil ich das getan habe. Und ich kann da tatsächlich einfach einmal am Tag das durchführen. Und sollte oder würde ich das häufiger machen wollen, also hier ist auch sichtlich, dass da dieser Preis einfach zugrunde liegt, also einfach frei verfügbar. Und genau deswegen mache ich das, weil einfach ein Klick ist. Allerdings gäbe es da noch andere, die zwar attraktiv wären, doch ich mache das so, dass es da auch kostenlos geht, um zu schauen, wie lange das hier so die Technik, die hier zugrunde liegt, auch funktioniert. Das ist hier, müsste ich in der Tat diesen Tarif einmal im Jahr zahlen. Dann gäbe es hier 4 Besucher auf irgendwelche Seiten und das würde dann hier zu diesem täglichen 0,73 führen. Und natürlich gibt es da auch Pläne, die sind noch deutlich höher. Und ja, es gibt da Pläne, die sind so attraktiv, also ich zeige sie einfach einmal, dass dann auch das Gefühl entstehen könnte, dass man ja dumm sein könnte, das nicht zu machen. Doch ich denke mal, dass das ja sehr lukrativ ist. Jedoch sollte und müsste auch hier die Absicht bestehen, dass langfristig läuft. Und
Da es etwas Neues ist, ja, warte ich jetzt da mal ab. Und weil bei diesem Plan, welcher da zu sehen ist, dann fragt man sich natürlich schon, warum das nicht zu nutzen, weil das ist hier schon sehr attraktiv, doch sollte es langfristig wieder funktionieren, dann ist es ja aus technischer Sicht möglich, dann tatsächlich auch so lange dabei zu bleiben zu können, um das zu nutzen. Ich wollte dir hier das zeigen, weil ich das einfach mal gesehen und kennengelernt habe. Und ja, dann gibt es auch das mit dem Affiliate-Bereich dafür, aber das ist einfach das, was ich zeigen wollte. Das andere, was ich dir zeigen will, ist Folgendes. Dazu gehe ich hier in mein E-Mail-Postfach und dann öffne ich hier dann sozusagen mein Konto, weil es gibt hier, das habe ich so eingerichtet, in diesem Label, wie es schön heißt, von diesem Anbieter, da erhalte ich täglich E-Mails zugesendet durch das System und diese habe ich da bereits getätigt. Das bedeutet, das sind die neuen. Und jeden Tag erhalte ich solche. Diese öffne ich einfach einmal am Tag. Und dann war es es. Es ist einfach, klar, sind englische Begriffe, das ist der Vorteil, dass da einige englische Sachen lesen kann, lernen kann. Also gehe ich einfach drauf und öffnet sich hier diese Seite und ja, dann lese ich das durch, damit ich da das mal diese englische Kenntnis aneigne und im nächsten gehe ich hier auf diesen Link. Und dann wird mir hier diese Seite angezeigt und links oben ist erkenntlich, dass ich da nun während dieser Sekunden auf dieser Seite bleiben, um diese Prozente auf 100 zu bekommen und währenddessen, ja, diese Seite wird einfach angezeigt. Das ist einfach die Voraussetzung dafür, dass das funktioniert. Ob das inhaltlich jetzt da wirklich attraktiv ist oder sinnvoll, das ist einfach die Grundlage von dieser Systematik und da wurde mir jetzt hier für diese Aktivität 0,001020 gut geschrieben. Das klingt extrem wenig, dennoch es ist eine Gutschrift, die da jetzt erfolgt ist und das ist der Vorgang, der nun in der Tat hier jeweils erfolgt. Und jetzt ist die Frage, lohnt sich das? Nun, gebe dir hier einen Einblick in dein entsprechendes das Konto. Das heißt, ich möchte da jetzt hier drauf gehen und dann müsste ich mich da einloggen. Okay, die Daten habe ich jetzt nicht zur Hand. Das mache ich dann beim nächsten Mal, damit ich dann auch in der Tat sehen kann. Also ich kann jetzt noch eins tun und ja, dann wird hier wiederum eine Seite angezeigt und währenddessen bleibe ich einfach auf die Seite. Das ist diese Methode. Es existiert, kann genutzt werden. Selbst auf die Idee, sowas zu erstellen, zu programmieren, wäre ich nicht drauf gekommen. Und ja, ich habe tatsächlich unglaublich, auch wenn es da nur 0,0010 gibt, eine Auszahlung tätigen können. Es ist unglaublich, aber es ist machbar. Das ist das eine und das andere. Und jetzt kommt noch etwas und zwar geht es hier um Honeygain. Honeygain ist die Möglichkeit, das zu Nutze gestellt wird und dann gibt es hier diese Sache mit Aktiv und Traffic Total. Das heißt, das ist das, was einfach im Hintergrund läuft, nachdem dass ich diese aktiviert habe, also installiert habe. Und jeden Tag wird mir hier so eine Möglichkeit angeboten, da nach Zufall auch noch Bonus bekommen. Das heißt, momentan erkennst du hier im Hintergrund die Zahl 6792. Und die wird sich jetzt ändern. Das bedeutet,
dass ich jetzt hier drauf gehe und jetzt habe ich da die Möglichkeit, maximal 10.000 solche Kredits zu halten. Da gehe ich hier drauf. Jetzt wird es 20 angezeigt. Das Minimum bis jetzt waren immer 10, maximal war einmal 100 dabei. Und jetzt erkennst du hier, dass sich die Zahl zu 6, 8 geändert hat. Also einfach Erhöhung um diese Einheit. Und im Weiteren erkennst du dann hier, dass eine mögliche Auszahlung dann ab 20 Uhr ist, möglich ist. Und ja, momentan sind davon 34,06% erreicht. Also das dauert noch ein bisschen, aber es läuft einfach im Hintergrund und somit habe ich damit nichts zu tun. Es gäbe hier die Möglichkeit, das Ganze zu wechseln, um dann hier 5 US-Dollar zu bekommen pro Stunde. Bedeutet, dass es einfach hier dieser Status ist, welcher da gewechselt wird. Da habe ich tatsächlich auch schon eine Auszahlung gemacht, doch ich bevorzuge jetzt den anderen Weg, weil das Ganze wird dann auch noch umgerechnet. Also wenn ich hier drauf gehe, kann ich jetzt mal kurz zeigen, dass ich da in diese andere Plattform hereinkomme und dort wird das Ganze umgerechnet. Also diese interne Währung sind dann diese circa 0,41 US-Dollar wert. Und ihr könnt da jetzt eine Überweisung machen, das heißt, hier gibt es noch eine zusätzliche Gebühr, die da zugrunde liegt, um das zu nutzen zu können. Und ja, das habe ich da, das ist der Wechselkurs und da habe ich das bereits einmal gemacht gehabt mit dem Betrag von 0,14371. Schauen wir mal, ob das geht. Okay, ich könnte das mal durchführen. Das heißt, jetzt gehe ich hier auf Überweisung auf mein Wallet. Und ja, ob ich das wirklich will, das ist wegen der Gebühr, die da anfällt. Das heißt, der Betrag beträgt 0,21, Gasgebühr ist 0,03 und der Gesamtbetrag beträgt dann 0,17. Ich sage ja, das will ich, Transfer. Und dann kommt hier die Mitteilung, okay, das ist hier. Wegen der Sache, genau, abgeschlossen. Das ist jetzt gerade passiert. Und hier ist auch sehr schön erkenntlich, dass mit diesem Betrag und hier kann ich die Einzelheit anzeigen. Und das ist jetzt hier diese Transaktion von diesem Vorgang. Hier mit diesem, genau, das ist das mit Google, genau. Transaktion, das ist einfach diese Variable, der Status. Und mit dem Block, welche zugrunde liegt, und der zeitliche Aspekt und dann der Wert, welcher hier zugrunde liegt, also die Gebühren noch zusätzlich. Ja, das ist tatsächlich etwas, was einfach im Hintergrund läuft und demzufolge nutze ich es. Und ja, das wollte ich dir so noch mitteilen, dass das eine tolle Möglichkeit ist. Also es geht tatsächlich um diese Faktor 5, welche da hinuntergeladen wird und so auch eingesetzt wird. Das ist einfach vom Netzanbieter jeweils erkennst hier, was da zugrunde liegt, seitdem ich das nutze. Und hier geht es darum, dass da die Möglichkeit darin besteht, diesen Anteil von dem Gesamten da hier zugrunde liegt. Genau. Das ist einfach im Hintergrund, sobald WLAN oder einfach Netz, Datennetz verfügbar ist, dann funktioniert es technisch gesehen. Das, was attraktiv ist, ist hier mit diesem Sweetcoin mit momentan etwas über 11.000 Schritten, was ja im Hintergrund so läuft. Genau. Also das sind die neuesten Taten, die ich dir da mitteilen wollte.
damit das funktioniert und demzufolge hast du die Information jetzt erhalten und dann kann es da weitergehen mit dem von dem Blinklicht. Regeln befinden sich ständig im Wandel und bewahren den zivilen Frieden. So sollten wir uns